Hallo und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Heute mit folgenden Themen. Bruchteilsgemeinschaft ist kein Unternehmer. Steuern auf die durch Erben rückwirkend erklärte Betriebsaufgabe und Energiepreispauschale kann beim Finanzgericht eingeklagt werden. Ändern sich im Nachgang zu einem vorgenommenen Vorsteuerabzug die hierfür maßgebenden Verhältnisse, ist eine Vorsteuerkorrektur gemäß § 15a Umsatzsteuergesetz erforderlich. Im Streitfall war der Kläger zunächst Alleineigentümer eines Hotelgrundstücks, das er umsatzsteuerpflichtig an seinen Sohn vermietete. Der Sohn betrieb darauf ein Hotel. Im Oktober 2014 übertrug der Kläger eine Grundstückshälfte auf seine Ehefrau. Mitte Januar 2015 veräußerten die Ehegatten das Grundstück umsatzsteuerfrei an ihren Sohn. Das Finanzamt hat daraufhin beim Kläger eine Vorsteuerberichtigung für 2015 durchgeführt. Der BFH hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen, weil das Finanzgericht nicht geprüft hatte, ob sich der Vorsteuerberichtigungsanspruch gegen den Kläger oder gegen eine aus ihm und seiner Ehefrau gebildeten Bruchteilsgemeinschaft richtet. Das muss das Finanzgericht nun nachholen. Der BFH betont, dass er an seiner Rechtsprechung, wonach eine Bruchteilsgemeinschaft kein Unternehmer ist, festhält. Der Gesetzgeber will auch die Bruchteilsgemeinschaft als Unternehmer erfassen und hat deswegen § 2 Umsatzsteuergesetz mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Der BFH lässt ausdrücklich offen, ob sich durch diese Neuregelung etwas an der fehlenden Unternehmereigenschaft einer Bruchteilsgemeinschaft ändert. Nach § 10 Absatz 5 Nummer 1 Erbschaftssteuergesetz sind als Nachlassverbindlichkeiten die vom Erblasser herrührenden Steuerschulden abzugsfähig. Im Streitfall sind die Kläger Erben des im Jahr 2016 verstorbenen Erblassers. Der war Eigentümer eines zum Zeitpunkt des Todes verpachteten land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. Nach dessen Tod haben die Erben fristgerecht zum Todeszeitpunkt die Aufgabe dieses Betriebes erklärt. Dabei wurde ein ertragsteuerrechtlicher Aufgabegewinn erzielt. Die auf den Aufgabegewinn entfallenden Ertragssteuern haben die Erben als Nachlassverbindlichkeit im Zuge der Erbschaftssteuererklärungen abgezogen. Der BFH hat bestätigt, dieser Abzug ist nicht zulässig. Steuerschulden können bereicherungsmindernd in der Erbschaftssteuererklärung berücksichtigt werden. Der Erblasser muss aber selbstständig diese steuerrelevanten Tatbestände umgesetzt haben. Der Tatbestand, die Betriebsaufgabe, wurde hier nicht durch den Erblasser umgesetzt, sondern durch die Erben. Einkommensteuervorauszahlungen oder auch Einkommensteuernachzahlungen, die zum Beispiel aus Miet- und Pachteinkünften zu Lebzeiten des Erblassers herrühren, können dagegen abgezogen werden. Dann wurde der steuerrelevante Tatbestand durch den Erblasser umgesetzt. Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro haben Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt bekommen, wenn sie zum 01.09.2022 in einem aktiven Arbeitsverhältnis standen, die Steuerklasse 1 bis 5 hatten oder als geringfügig Beschäftigte pauschal besteuerten Arbeitslohn bezogen haben. Die Auszahlung ist in den meisten Fällen im September oder Oktober 2022 durch den Arbeitgeber erfolgt. Beim Finanzgericht Münster hat ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber auf Auszahlung der Energiepreispauschale verklagt. Die Klage war unzulässig. Bei Streitfragen rund um die Auszahlung der Energiepreispauschale sind die Finanzgerichte zuständig. Aber verklagt werden muss das Finanzamt und nicht der Arbeitgeber, so das Finanzgericht Münster. Denn mit der Auszahlung der Energiepreispauschale erfüllen Arbeitgeber keine Lohnansprüche ihrer Arbeitnehmer, sondern fungieren als Zahlstelle des Staates. Der Anspruch auf die Energiepreispauschale muss durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Sollte der Steuerbescheid nicht entsprechend ausfallen, muss das Finanzamt verklagt werden. Das Team der Haas Steuernachrichten macht eine kurze Herbstpause. Die nächste Ausgabe der Steuernachrichten gibt es in der 45. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.